Aber nicht genügend Gunst. Es leuchtet sehr stark rot. Grün. Es leuchtet sehr, sehr stark grün. Ja, vielleicht müssen wir die einfach beide Fackeln erhellen quasi jetzt. Es ist ein sonniger Tag, ne? Barbe! Oh! Oh, das war Gunst. Das war Gunst. Das war Gunst. Doppelte Punkte. Aber leider kein Kelch, oder? Wir können ja nach der Runde einen am Leben lassen und mal gucken, ob da irgendwo ein Kelch ist. Schieß sie doch am Feuer kaputt. Oh, der ist ein Axtwerfer. Nein! Nein, auch noch Flammen. Geh aus, Feuer, geh aus! Komm schon! Gott, nein, das Feuer ging wieder an. Das gibt's nicht. Ging direkt Feuerrunde 2 an. Jetzt liegt alles in deiner Gunst. Tja, aber... Ich kann mich noch selbst wiederbeleben im Notfall. Okay, okay, warte. Aber lauf erstmal. Geh doch aus, Feuer, geh doch aus! Hier ist ein Insta, hier ist ein Insta. Das Feuer hast du ihn? Nix, ja. Aber es bringt ja nichts. Ich wiederbelebe mich. Es sind so viele. Obwohl jetzt gerade nicht, sind so viele. Ja, dann renn noch ein bisschen. Sammel die Gunst. Hol du dir die Gunst. Ich wiederbelebe mich selbst. Tot. Ja, wieder da. Alles gut. Alles gut. Na, jetzt ist die Gunst wieder mittel bei mir. Ja, ja. Oh Gott, diese Flammen! Diese rotzigen Flammen. Der lebt auch noch. Das ist dann auch das Letzte, das du je siehst. Eine Hand wäscht die andere. Können wir mal gucken, ob hier irgendwo ein goldenes Gefäß rumliegt. Nee, Gesichter. Ja, wir haben nur diese Bonus-Items bekommen. Es ist halt so ein goldener Krug. Da liegen nur Helme rum und Köpfe. Goldener Schniepli. Der Goldständer habe ich gefunden. Der Goldständer. Nee, es ist keine Schale. Boah, was ist das denn? Was kommt denn jetzt schon wieder? Was ist jetzt los? Riesen-Zombie-Mogul! Alter! Mogalgolo? Nutz deine Fähigkeit, nutz deinen Stab! Ich hol den Stab! Gib ihm mit deinem Stab! Mogalgo! Mogalgo! Alter, was ist das für ein Ding? Mogalgo tot? Oh, Mogalgo ist besiegt, oder? Nein, der ist nicht besiegt! Jetzt! Alter, Mogalgo kommt da auf einmal. Wenn das jetzt keine Gunst gibt, dann weiß ich aber auch nicht. Alter, Mogalgo. Also mein Daumen ist richtig grün. Alter, Mogalgo. Ey, der hat die Waffe irgendwie verätzt. Du kannst dir die Waffe nicht kaufen da jetzt. Oh. So, was können die? Oder ist es jetzt eine Geheimwaffe? Dann geh doch mal hin und find's raus. Eine Schleimwaffe. Schleim und geheim. Komm, Gunst! Belohne uns! Halten Sie, um Erbrochenes aufzuwischen, 500? Nee. Also... Alter. Ich zahl doch nicht, um Erbrochenes aufzuwischen. Also das finde ich jetzt aber ein bisschen übertrieben. Aber die Gunst! Was ist die Götter Gunst? Wollen das Erbrochene. Ja, hier. Jetzt müssen wir irgendwie wieder den Glauben testen. Ihr werdet uns ja nicht besiegen. Ach nein, da kommen irgendwelche widerlichen Gunstlinge. Uiuiui. Ey, du kannst auch über die Flammen nicht springen, ne? Nee. Vorsicht. Alter, was war das? Warte, noch nicht wiederbeleben. Komm schon, alter Mann. Wir müssen noch zusammen diesen Absinth. Alter. Ich habe extra meine Fähigkeit angemacht, dass ich das überlebe. Boah, aber die hauen so derbe rein. Oh, ich bin in der Säuretür gelandet. Was? Ja, du darfst nicht in die Säuretür. Hast du dich aufgelöst? Ja, ich habe mich aufgelöst. Alter. Was war das denn jetzt? Oh Gott, sind das noch viele. Oh
Gott! Lass mich doch durch! Ich glaube, einen habe ich eben gerade gekillt. Ja, ja, einer ist draufgegangen. Großer Gott! Also wenn ich da jetzt nicht irgendwie den römischen Hoden-Fanclub glücklich gemacht habe, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht mehr, ey. Alter, das ist krass. Komm schon. Schaffst du, Bengel. Ich hab jetzt hier Liebe der Menge. Was? Das ist das, was ich bekomme für die Liebe der Menge? Spezialfähigkeit. Ja, toll. Ja, vielleicht liegt da der Krug aber auch irgendwo rum noch. Und jetzt bekomme ich nochmal Munition, toll. Und du bist wieder da ohne alles, ne? Ne, ich hab alles, ich hab alle meine Waffen. Hä? Keine Ahnung. Ja, ist schon süß, wenn man cheaten kann. Ich weiß, cheaten, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich krieg die Gunst nicht hin, ich krieg die... Guck mal, ob du... Es ist ein goldenes... Eine goldene Vase ist das. Eine goldene, also mehr so eine Art Muff. Nur aus Ton. Und Gold. Was ist das hier? Geld. Okay, hier ist wieder ein Objekt verfügbar. Und die schmeißen das halt so runter. Ja, nicht einsammeln. Ist doch kacke, wie... Hey, bei anderen, die haben eine Runde hier gemacht, bumm. Vase. Wir lassen jetzt einen am Leben und hoffen, dass da eine Vase ist. Achtung, das sind irgendwelche super kranken Eiszombies. Und ein T-Shirt. Und ein scheiß T-Shirt. Oh. Lass mal eine Runde mich frei joggen. Ja, ja. Alter, diese T-Shirts sind so unfair. Noch ein T-Shirt. Jetzt kommt da noch ein Axtwerfer. Alter, wieso? Was, ein Cocksoldat? Ja. Ja, langsam muss ich runtergehen und punchen. Boah. Gehen. Ja, geh doch. Okay, seine Rüstung bricht. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Mechanical Bull. Mechanical Bro? Alter, was ist das hier für Eisgeister? Da läuft ja alles mittlerweile mit. Hier alles, ne? Jede. Alle machen mit. Ja, mein auch. Bonuspunkte. Dieser Ort ist wie ein verdammtes Casino. Das macht mich nervös, denn das Haus. Was redet der? Ja, keine Ahnung, du bist halt ein verwirrter, alter, irischer Mann. Ja, lass einen am Leben. Geh mal da runter und punch jetzt mal hier die... Wir haben ja 20.000 Eier. Da komm ich mit, in der Hose. Mach jetzt direkt mal einen Doppelt-Dreifach-Dödel-Punch. Jo, klar. Kann ich ja beides doppelt punchen jetzt. Warum kriegen wir diesen Hoden-Krug nicht? Warte mal. Was denn? Mal, hier muss dann messern. Aber ich glaube, man braucht erst den Krug. Weil hier ist das Astloch. Das Astloch. Du dumme Sau! Hallo, du dumme Sau! Nimm mal den Zombie. Welchen? Der hier gleich kommt, ich höre ihn doch. Oh, ich will meine Waffe! Oh. Lauf noch eine Runde. Zurück, schnell! Sie versinkt, sie versinkt! Komm doch zurück! Ja, ich kann nicht! Oh, okay. Gott, ein Zombie kann dir hier die Parade versauen, ne? Einer wichst dir in die Parade rein. Aber er will auch immer nur der gerade tut. Geh weg. Hier, schnell. Schnell. Nimm ihn mit. Schieb auch nochmal was in den Ofen rein. So, Clowns Upgrades. Was? Der nimmt nur 57 Kilo? Was? Ich hab ne Kill-O-Watt jetzt. Ich hab einen Leichenmacher und die Z-Harmonie. Aber keine Munition, leider. Wir können uns noch ein Shield bauen. Pfeile sind im Tempel verstreut. Ein Teil habe ich schon eingesammelt, das große Bull-Teil. Ja, das haben wir schon, ja.
Ja, ansonsten müssen wir jetzt halt die Arena grinden und hoffen, dass irgendwann mal. Ich werde jetzt die Arena gleich mal absuchen. Ich werde jetzt gleich mal gründlich kontrollieren. Gründlich kontrollieren, wo könnte es sein? Der Krug. Der Krug muss sich frei zur Verfügung in der Öffentlichkeit hinstellen. Guck mal, die jubeln noch da draußen. Wird doch ja, abgefeiert. Sie trommeln und feiern. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie. Irgendwie. Wollen sie nicht so richtig, ne? Nee, irgendwie. Ich sehe also nichts. Also. Es ist halt so eine goldene. Ja, ja, ich weiß, wie das aussieht. Das ist. Eigentlich schade, so eher eine Vase. Ja, so eine ich Vase. Weiß, wie das aussieht. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Der Zombie macht. Ja, 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 ja. Ja, der hat Spaß. Einer hat hier Spaß. Was ist der Zombie? Wo bist du? Du kleine, geile Lustvase. Was machst du jetzt eigentlich? Ich kauf die anderen Ausgänge noch auf und such Teile fürs Schild. Wo bist du? Du kleine, geile Lustvase. Ja, ich häng hier halt mit dem Zombie ab, ne? So. Ja, ja, ich komm ja gleich. Mach hier nur eine Tür, so. Wir uns ein bisschen bewegen können. Das ist ein Teil? Nee, das ist nur ein Helm. Ja, wir dürfen ja die Arena eh nicht verlassen. Nee, aber für Notfälle. Lieber Arena verlassen als verrecken, würde ich mal sagen. Ah, weiß ich nicht. Boom, ich habe mir jetzt endlich mal einen Perk geholt. Odin. Ah, es riecht nach Odin. Ja, ich hatte so einen Ra-Perk irgendwie. Kann man denn sehen, dass man schon alles hat? Ein Teil vom Bullen. Wie komme ich jetzt hier rüber eigentlich? Ja, jetzt gehe ich rüber zum Caesar-Tempel und kaufe da auch noch auf. Was sind das da für Dinger? Das sind die vier Schädel. Was ist denn das nach den vier Schädeln, die zwei Teile? Das ist das eine Teil für die Wunderwaffe. Das ist dieser Ach Zapfen, so, dieser den man braucht. Zapfen, ja. Genau, und dann fehlt jetzt halt noch... Der Krug. Krug. Der Krug. Der Krug. Hier habe ich einen Teil vom Schild. Ich muss voll aufpassen, weil wenn er mich schlägt, dann explodiere ich. Das hier. Irgendein Perk noch gekauft. Alter, ich habe mir jetzt so ein Bandito geholt. Riecht ein bisschen nach Gemetzel, hat er gesagt. Wo ist Ra? Da, ne? Nee, das ist nicht. Es riecht wie Schreie. Dreck, Blut und Schreie. Vielleicht der Franzose. So, ja, also hier ist nichts, ne? Nee. Boden untersucht. Warum kommen jetzt Flammen? Weiß ich nicht, aber die Menge hasst mich auch. Warum? Weil, ja, weil wir nichts machen die ganze Zeit. Ach, weil du gestorben bist vielleicht auch. Oh, es geht ja los, ja, eine neue Runde. Nein, oder? Doch. Nee. Oder sie haben Zombies reingehauen. Ja klar, siehst du nicht, was hier für eine Party läuft? Was geht denn jetzt ab? Es sind super viele Zombies. Die Menge ist wütend. Tiger, ja, die Menge ist wütend. Oh, ich bin geblendet. Ich sehe nichts. Wie du siehst, hier gibt's, Flashbang-Zombies. Alter. 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 Alter, ist das stressig. Feiert mich doch endlich. Nein, 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 da ist Fleisch im Weg. Da ist Fleisch im Weg. Oh. 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 Fucking Scheiß! Gott, bin ich rot. Die Menge liebt mich nicht. Ja, mich auch nicht. Liebt uns doch. Wie auf YouTube. Warum ja, riecht es hier nach Ozon, Alter? Oh, shitten. Na toll, was bringt mir das? Mehr Waffen, mehr Blut. Irgendwas jagt mich, ein Tiger. Kam gerade irgendwo ein Tiger angeflogen aus dem Nichts. Hui, Flying ja, ja. Tigers. Flaming Tiger. Tiger. Alter. Ich habe keine Munition mehr bald, ne? Ist vorbei. Boah, ich habe richtig kräftig Muni. Ich habe mir bei Danu auch den Eseltritt habe ich mir reingepackt. Ich könnte mir noch eine dritte Waffe gönnen. Wenn ich wieder Geld habe. Der Eseltreter, so ein Typ, ey. Mhm.
Und ich habe hier Sumabrander. Kann also den Zombies ein Loch in die Fresse brennen. Die Waffe hat einfach mal 1000 Schuss. Da stehen sie alle und tanzen für mich. So will ich das sehen. Alter, wie viel der Tiger aushält. Also mein Tiger hat so gut wie gar nichts ausgehalten. Ja, den ich ihm gerade bei dir hinter dir weggeholt habe, der war richtig kross. Da ist noch ein T-Shirt. Stirb doch endlich! Achtung, nicht da in die ekelhafte Pfütze rein. Alter, selbst mit meinem Stab muss ich die... Oh Gott, wir brauchen langsam mal ein bisschen Liebe. Wahrscheinlich ist die Gunst jetzt eher am Arsch, weil du gestorben bist. Ne, jetzt ist wieder im Mittel. Mit der Abzüge. Achtung, da kommt ein T-Shirt. Kann ich gar nicht bewegen hier, was ist hier los? Da ist Munition. Warum war ich denn geblockt? Keine Ahnung. Hä? Kann sich nicht selbst wiederbeleben, oder? Nee. Oh Gott. Nee, es sind zu viele. Ich versuch's. Nee. Oh Gott, sind das viele. Der eine Zombie ist nicht gestorben, der ist einfach irgendwie in eine andere Dimension. Ja. Ja. Warum kann ich dich nicht wiederbeleben? Nee. Gott, stirb doch, Alter. Ist eine gepanschte Waffe und der... Was ist das? Was war das? Der hat den Zombie mit einer eigenen Axt weggehauen. Ja, irgendwie haben die einen Streit gehabt oder so. Der ist gar nicht wegen uns da. Aber dann haben wir ihn angegriffen. Hat er sich gedacht, toll, ey. Ich wette bekomme mit dir jetzt ein bisschen Gunst. Ich wette mit dir, das geht nicht, weil ich meine Quest noch nicht fertig habe. Denkst du, es könnte daran liegen? Bestimmt. Was musst du denn machen? Überleben Sie eine komplette Runde im Tempel. Ja, dann das heißt, wir müssen im Tempel anfangen. Wo ist was ist der Tempel? Der Tempel ist hier von da, wo der Pack of Punch steht. Ja, dann rennen wir jetzt wohl in den Tempel. Das klingt nicht gut. Ganz und gar nicht. Dann rennen wir jetzt wohl in den Tempel. Ist die only way. Gott, hier schon wieder so ein Dude. Ich habe aber auch keine 5 Minuten. Das wird ekelhaft, das weißt du, ne? Ja, und ich war auch nicht die komplette Runde hier, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob das zählt jetzt. Wahrscheinlich nicht. Achtung, das sind wieder Gifttüren. Was soll das mit diesen Gifttüren eigentlich hier, ey? Keine Ahnung, die wollen uns halt maximal auf den Sack gehen. Die denken sich halt, ey, brutale Gegner reichen nicht. Und Flammen, machen noch Gifttüren hin. Ja, anscheinend schon. Alter, der Tiger wieder hier. Untouchable Tiger Man. Ja, die touchen irgendwie nur einmal, ne, und dann... Alter, ich hab 2 HP. Ich hab 2 HP. Ich komm hier nicht raus. Oh Gott, Kacke. Ich bin RIP. Komm hier einfach... Ich bin so rot. Erhole ich mich auch irgendwann wieder? Danke. Alter, das ist so anstrengend. Ja, danach kann ich mich direkt eigentlich ins Bett legen. Boah. Hast du es geschafft? Nö. Ich muss von Anfang der Runde drin sein wahrscheinlich. Kann man die mehrmals? Achso, du kannst nur noch umpunchen dann. Ich habe jetzt eine Kryolagerung. Ja, du kannst noch umpunchen. Ich habe auch eine. Ich habe 2-mal Kryolagerung. So voll mit prima Materie wie das Schiff. Ja, offenbar konnten sie im Zeitalter von. Was auch immer. Ach, das sind dieselben auf dem Schiff. Was ist auf dem Schiff? Dieselben? Ja, es gibt ja noch Kryomaterie. Alter, da kommt ein Eisbauner.
Nein, nein, was ist das schon wieder? Kennst du das, wenn du blöd an der Seite irgendwo hängst? Ja. Oh, oh shit. It. Okay, das war's. Oh, come on! Hey. Tja, das war's mit der Gunst der Menge. Wir haben die Gunst der Menge nicht bekommen. Tja, leider gibt's keinen seitlichen Daumen auf YouTube, deswegen müsst ihr den nach oben nehmen, um... Ja, wir brauchen die Gunst der Menge. Ja, ja, für die werft uns da auch Alter, wir sind da so easy durchs Easter Egg spaziert, Runde 10. Wegen so einem Rotzkrug. Die dumme Sau, ganz ehrlich. Also Kinski hätte die fett gemacht. Kann ich ja sagen. Der wäre durchgedreht. Der hätte den in den Hals geschissen. Heute wäre der Tag gewesen, wo er einen auf die Schnauze bekommen hätte, oder? Ja, ja, ja. Heute wäre einer die Menge Tage. Da oben. Von der Menge. Die Menge. Es ist immer die Menge. Es ist immer die Menge, auf die kommt es immer an. Immer auf die Menge an. Die Menge war enttäuscht, hat geweint. Ja, kann man nichts machen. Gut, wir haben wenigstens wissen wir eigentlich im Prinzip, wie das alles funktioniert. Nur der Krug. Den kennen wir noch nicht. Egal, lass eine Bewertung da. Wir werden den Krug herausfinden und beim nächsten Mal werde ich zu Klaus Kinski und meine Klaus Kinski-Kräfte einsetzen. Ja, danke fürs Zusehen. Ja, Kinski-Kraft. Ja, wir waren besser, als wir Kinski waren. Ja, ja, ja. Yes!